einen schönen Abend wünsche. Ich freue mich, dass Sie doch so zahlreich gekommen sind, trotz Osterferien. Das Thema steht schon an der Wand und ich weiß, man kann über alles reden, nur nicht über eine Stunde. Jetzt sind wir aber gerade so in einer Zwischenphase. Phase 1, Abwehr immer neuer Freihandelsabkommen. Und Phase 2, der Übergang der Propagierung eines fairen, gerechten, ethischen Welthandels als Alternativmodell. Und ich habe mir vorgenommen, beides in einem Vortrag zu konzentrieren. Und dadurch könnte es sein, dass es ein bisschen länger als eine Stunde dauert. Ich hoffe, Sie halten so lange durch. Es ist ja noch nicht lange her, da gab es große europaweite Proteste gegen TTIP und später dann gegen CETA. Wir hatten zwei große Demos in München. Wir hatten 250.000 Leute in Berlin, die größte Demo seit dem Irakkrieg. Wir haben europaweit 3,3 Millionen Unterschriften gegen TTIP und CETA gesammelt. Und über 300 Städte, Gemeinden und Landkreise in Deutschland haben sich zu TTIP, CETA-freien Gemeinden erklärt oder kritische Stellungnahmen abgegeben gegen TTIP, CETA oder TISA. Und so einen kommunalen Widerstand gab es auch in anderen europäischen Ländern. Und ja, dann gab es eben zur Verabschiedung von CETA eine Großdemo in Brüssel. All das ging ganz offensichtlich an der EU, an der EU-Kommission völlig spurlos vorüber. Sie verhandelt in der Zeit, wo wir alle ein bisschen, sage ich mal, die Flügel hängen lassen, ungerührt 20, in Worten, 20 neue Freihandelsabkommen. CETA ist ja gerade in die vorläufige Anwendung gegangen, ist dann noch nicht ratifiziert. Dann kommt schon CEFTA mit Japan. Der Verhandlungsschluss war im Dezember des vergangenen Jahres. EPA mit Karibik, Pazifik und so weiter ist schon abgeschlossen. Auch in Afrika befindet sich gerade in der Umsetzung mit großem Druck der EU. Neues Abkommen, das auch schon länger in Verhandlung ist, aber jetzt in 2018 abgeschlossen werden soll, Mercosur mit 4 südamerikanischen Staaten, Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay und TISA, ein Abkommen über Dienstleistungen, das größte Freihandelsabkommen der Welt mit 50 Staaten. Und parallel verhandelt die EU-Kommission weitere 15 Freihandelsabkommen mit Mexiko, mit den Philippinen, mit Indien, China, Australien, Neuseeland und so weiter. Also eine richtige Lawine kommt auf uns zu. Und all diese Abkommen sind geheim, übergriffig und man kommt praktisch nicht mehr raus. Und alle sind neue, umfassende Typen von Handelsabkommen, die weit über Zoll- und Handelsfragen hinausgehen und in Schutzstandards und demokratische Gestaltungsrechte eingreifen, daher der Name übergriffig. Und man darf nicht vergessen, das sind nicht irgendwelche Handelsverträge, die uns nichts angehen. Das sind völkerrechtlich bindende Verträge, aus denen man praktisch nicht mehr rauskommt. Und man fragt sich natürlich, warum das Ganze? Und die Argumente, die uns immer wieder rübergereicht werden über den Tisch, bedeutendes Wachstum, Hunderttausende von zusätzlichen Arbeitsplätzen, sinkende Verbraucherpreise. Die Frage ist erlaubt, stimmt das? Die EU-Kommission muss nämlich für jedes Freihandelsabkommen vor Abschluss
Gutachten vergeben über die Wirkungen dieser Abkommen. Und da staunt man dann schon, wenn man die liest. Die werden natürlich jetzt nicht groß breit getreten, aber man kann sie immerhin im Internet finden. Und dann liest man dann folgende Ergebnisse. Wachstum bei CETA, gerade ja auf europäischer Ebene beschlossen, ein Wachstum von 0,09%. Und zwar aufsummiert über 12 Jahre. Das ist gar nichts. Das ist weniger als ein Binnenhaken. Bei TISA 0,1%, also die gleiche Größenordnung. Bei CEFTA, dem Abkommen EU-Japan, da ist man noch nicht ganz so weit. Da gibt es nur eine Vorstudie vom IFO-Institut und die hat eine relativ breite Bandbreite von 0,08 bis 0,4%. Wenn alles ganz optimal liefe, realistisch sind auch diese 0,08. Also Wachstum, egal wie man dazu steht, jedenfalls Lüge. Arbeitsplätze. Bei CETA und bei TISA laut Gutachten noch nicht mal messbar. Klar, zusätzliche Exporte sichern zwar Arbeitsplätze in der EU, aber Importe bauen sie tendenziell ab. Und es gibt viele, viele Beispiele, auf die man in der Diskussion eingehen könnte, dass diese besagten Freihandelsverträge eher Arbeitsplätze ab- als aufbauen können. So, dritter Vorteil, Preise. Früher gab es in der Tat Vorteile für Verbraucher, als wir noch hohe Schutzzölle hatten, Größenordnung 30% und mehr. Als die dann nach dem Krieg sukzessive gesenkt worden sind, haben die Verbraucher in der Tat preislich profitiert. Mittlerweile sind die Zölle, beispielsweise gegenüber Kanada, kleiner als 2% im Schnitt. Und ob dieser kleine Vorteil dann an uns weitergegeben wird, ist ja ohnehin zweifelhaft, weil zunächst mal sparen das die Importeure. Also, Ergebnis ist, volkswirtschaftlich haben wir praktisch keine Vorteile. Macht aber nichts, weil jetzt brauchen wir diese Freihandelsabkommen laut EU ganz dringend gegen Trumps Protektionismus. Die EU spielt sich jetzt als Vorreiter gegen Protektionismus auf, Seite an Seite mit China. Und das ausgerechnet mit Freihandelsabkommen, die niemand frei machen, außer transnationalen Konzernen. Und die viele, viele Gefahren mit sich bringen, auf die ich jetzt eingehen will. Gefahrenpunkt Nummer 1. Bei allen Freihandelsabkommen, die verhandelt werden derzeit, gibt es breite, breite Kapitel, die nur um eines gehen, um Absenkung oder Einfrierung von Standards. Das Ziel ist eine weltweite Harmonisierung von Standards. Und man geht so weit, dass man sagt, hohe Standards seien nicht tarifäre Handelshemmnisse. Das ist eine üble Verleugnung. Worum geht es hier? Bedroht sind zum Beispiel Standards im Agrarbereich. Beispielsweise bei CETA, bei CEFTA, bei Mercosur und sicherlich auch noch weiteren von den 20. Da geht es zum Beispiel um die Zulassung von Genpflanzen, um Glyphosat und so weiter. Monsanto lässt grüßen. Es geht aber auch um die gesamte bäuerliche Landwirtschaft. Wollen wir diese Art von Landwirtschaft haben oder wollen wir unsere teilweise noch existente bäuerliche Landwirtschaft haben? Das verbirgt sich eben auch hinter der Absenkung von Standards. Es geht auch um Standards im Ernährungs- oder Verbraucherschutzbereich. Beispiele CEFTA, Mercosur. Zum Beispiel um die Zulassung von Hormonfleisch, Gensoja und so weiter.
Und es geht ganz generell um eine drastische Ausweitung von Fleischimporten und laschere Kontrollen. Am Beispiel Mercosur kann man sehen, Sie erinnern sich, Brasilien hatte gerade einen großen Skandal mit Gammelfleisch und der Skandal reicht bis hoch in die Spitze der Regierung. Dennoch sagt die EU-Kommission zu, dass die Kontrollen dieser Fleischimporte nicht in Europa, sondern im Ursprungsland stattfinden sollen. Was dabei rauskommt, kann man sich vorstellen. Damit die Importe noch glatter laufen, muss man auch damit rechnen, dass unsere Kennzeichnungspflicht, die ohnehin lasch ist, künftig noch weiter reduziert werden wird. Es geht auch um Absenkung von Standards im Umweltbereich, so bei CETA, bei CEFTA, bei TISA, bei Mercosur. Eindeutig werden Maßnahmen zum Klimaschutz unterlaufen. Bei Mercosur geht es natürlich wiederum um große Importe, Fleisch und Sojabohnen. Und damit werden weiter Regen- und Trockenwälder abgeholzt werden. Das europäische Vorsorgeprinzip ist bedroht. Und gefordert wird laut aktuellen TISA-Leaks unter anderem eine Technologieneutralität im Umweltbereich. Was heißt das? Also zum Beispiel wird Nuklearindustrie gleich erneuerbare Energien gesetzt, weil beide kein CO2 produzieren. Oder Fracking, Sie kennen das schon, diese besondere Art, Öl und Gas aus dem Boden zu holen mit hohem Druck, viel Wasser und viel chemische Flüssigkeiten, das wird gleichgesetzt mit konventioneller Öl- und Gasförderung. Auf diese subtile Art und Weise höhlen wir durch diese Verträge sukzessive unsere Umweltstandards aus. Große Gefahr, Punkt Nummer 2, die öffentliche Daseinsvorsorge, bedroht vor allem durch den Vertrag TISA, der sich ja speziell um Dienstleistungen kümmert, aber auch durch alle anderen Verträge. Es geht hier insbesondere um den Marktzugang transnationaler Konzerne zu Bereichen der Daseinsvorsorge und der Infrastruktur, also Wasser, Stadtwerke, öffentlicher Nahverkehr, Bahn, Gesundheit, Schulen, Volkshochschulen, Unis, Rente, Rentenversicherung und so weiter. Und zwar möglichst durch Privatisierung. Die Steuerung dieser Bereiche würde dann künftig nur noch nach Profitinteressen erfolgen, nicht mehr nach Daseinsvorsorge. So nach dem Prinzip, alles muss raus, zumindest die lukrativen Teile der Daseinsvorsorge sollen privatisiert werden. Also beispielsweise Investmentfonds übernehmen dann Autobahnen und Netze. Die Grundgesetzänderungen haben wir in Deutschland gerade hinter uns gebracht. Internationale Krankenhauskonzerne übernehmen die städtischen Krankenhäuser, Veolia, der große französische Wasserversorger, die städtischen Wasserversorger, private Energiekonzerne, die Stadtwerke, Privatschulen und Privatunis verdrängen die öffentlichen. Und damit das Ganze dann ein Gesicht hat, übernimmt McDonald's dann auch noch die Schulkantine. So oder ähnlich könnte es aussehen. Bedroht ist auch die Kultur, vor allem durch das Abkommen TISA. Warum sind Theater und Opern bedroht? Weil sie alle von Subventionen leben. Teilweise ja zu relativ hohen Prozentsätzen. Und Subventionen sind wettbewerbsfeindlich. Entweder bekommen sie alle oder keiner. Wollen wir dann amerikanischen Konzernen, sonstigen ausländischen Konzernen die gleichen Subventionen zahlen wie unseren städtischen Theatern? Das wird die Frage sein. Bedroht ist auch die Buchpreisbindung, die ja überhaupt nicht zu unserer Marktwirtschaft passt. Normalerweise regeln sich ja Preise nach Angebot und Nachfrage, nicht so im Buchbereich, aus guten Gründen, zum Schutz tausender Buchläden und kleiner Verlage.
Preisbindung ist natürlich wiederum wettbewerbsfeindlich. Wenn sie fällt, wird sich Amazon freuen. Und es geht natürlich hier um die große Frage, wollen wir eine globale Einheitskultur statt der kulturellen Vielfalt in Europa? Eine Gleichmachung der Kultur verstößt eindeutig gegen die UNESCO-Konvention für kulturelle Vielfalt. Und man sollte der Politik endlich mal klar machen, Kultur ist keine Ware. Ein weiterer großer Gefahrenpunkt ist der sogenannte Investorenschutz. Der integriert ist bei CETA, bei JEFTA, im Abkommen mit Vietnam und anderen. Investorenschutz bedeutet ein Klagerecht für Konzerne gegen Staaten, in dem Fall gegen die ganze EU, aber eben auch gegen einzelne Staaten. So hatten wir das bei TTIP, gut, das liegt ja derzeit auf Eis. Etwas Gutes muss Trump ja an sich haben. Auch integriert bei JEFTA, da geht es um Klagerechte von nicht öffentlichen Schiedsstellen, die nicht mit Richtern besetzt sind, sondern mit drei Anwälten. Das Verfahren nennt sich ISDS. In letzter Minute vor dem JEFTA-Abschluss hat man diesen Punkt nochmal ausgeklammert, was immer dann dabei rauskommt. Ein etwas anderes Verfahren wurde eingeführt bei CETA und das ist mittlerweile auch in den Vietnam-Vertrag mit übernommen. Also nicht mehr eine Schiedsstelle mit Anwälten, sondern ein Schiedsgericht mit Richtern. Auch mit einer Berufungsinstanz. Das nennt sich ICS. Ich komme darauf noch ab und zu mal zu sprechen, deshalb diese Abkürzung. Das ist durchaus eine gewisse Verbesserung. Aber grundsätzlich ist beides ein Parallelrecht für Konzerne außerhalb unseres Rechtssystems. Da wird auch nicht Recht gesprochen nach unseren Grundrechten, nach Europarecht, sondern ausschließlich nach dem Wortlaut der Verträge. Also wirklich ein Parallelrecht außerhalb unseres Rechtssystems mit Klagen in Millionen- und Milliardenhöhe. Zu zahlen von wem? Natürlich von uns, vom Steuerzahler. Und zwar haben Konzerne bereits einen Anspruch auf Schadenersatz, wenn ihre Gewinnaussichten für die Zukunft geschmälert werden. Durch Gesetze, die nach Abschluss der Verträge beschlossen werden. Also schlimmer kann man sich nicht vorstellen. Investorenschutz bricht definitiv Demokratie. Die Zahl der Klagen weltweit explodiert, die Streitwerte auch. Drei Beispiele. Eine amerikanische Ölfirma klagt gegen das Land Ecuador. Die Ölfirma hat in einem Naturschutzgebiet in Ecuador Öl gebohrt und dabei das Naturschutzgebiet versaut. Ecuador hat dem Konzern daraufhin die Lizenz entzogen. Occidental hat geklagt von einem privaten Schiedsgericht, Recht gekriegt und muss 1,1 Milliarden Dollar an Ecuador zahlen. Das ist eine Menge Holz für einen kleinen Staat. Ecuador muss Occidental diese 1,1 Milliarden zahlen. Vielen Dank für Ihren Hinweis. Ein Verfahren, das uns betrifft, der schwedische Energiekonzern, der bei uns zwei Kernkraftwerke betreibt, staatlicher Energiekonzern, das verschlimmert die Sache noch, in der Tat, klagt gegen Deutschland wegen Ausstieg aus der Kernkraft, Schadenersatzsumme 4,3 Milliarden Euro. Ein anderes Verfahren, Lone Pine, ein kanadisches Pipeline-Unternehmen, klagt gegen den eigenen Staat Kanada, Schadenssumme 250 Millionen Dollar. Das muss ich jetzt kurz erläutern. Normalerweise können nur ausländische Konzerne klagen. Warum kann jetzt Lone Pine gegen den eigenen Staat klagen?
Ganz einfach. Long Pine hat eine Tochtergesellschaft in den USA und klagt von der Tochtergesellschaft aus. So pervers ist das Ganze. So, und genau dieses Beispiel ist jetzt wichtig für den nächsten Punkt. TTIP ist ja im Moment auf Eis, ob es jemals kommt, wissen wir nicht. Aber trotz auch der Schutzzölle, die Trump ja jetzt über die Welt verhängen will, wahrscheinlich doch auch noch letztendlich über Europa, können amerikanische Konzerne gegen Europa klagen, und zwar über CETA und ihre Konzerntöchter in Kanada, siehe Beispiel Long Pine. Und amerikanische Unternehmen haben bereits 47.000 Konzerntöchter in Kanada. Und durch ISDS, also das private Schiedsgericht oder das ICS, können missliebige Gesetze durch Millionenklagen ausgehebelt werden. In den USA, die einen Vertrag mit Kanada und Mexiko haben, gibt es praktisch keinen Fall, wo nicht vor einem neuen Gesetz in Kanada, in Mexiko oder in den USA durch amerikanische Anwaltskanzleien damit gedroht wird, sie würden klagen. Das heißt, in Zukunft müssen sich dann auch immer unsere Parlamentarier überlegen, kann ich mir dieses Gesetz leisten oder wird es da gegen große Klagen geben? Also, wenn Sie das weiterdenken, kommt man zum Ergebnis, Profite stehen über der Demokratie. Gefahrenpunkt Nummer 4, Finanzsektor. Hier beziehe ich mich im Wesentlichen auf TISA. Das oberste Ziel bei TISA im Kapitel Finanzen soll wieder, als habe es nie eine Finanzkrise gegeben, die Deregulierung des Finanzsektors sein. Und die Re-Regulierung nach der Finanzkrise, die ja durchaus ganz schüchtern Platz gegriffen hat, viel zu schüchtern, soll wieder abgeschwächt werden. Übrigens macht Trump für USA gerade das Gleiche. Die Einschränkung des Handels mit Derivaten, also diesen gefährlichen Zockerpapieren, die die Finanzkrise ausgelöst haben, soll wieder aufgehoben werden. Ebenso die Trennung zwischen normalen Bankgeschäften und Investmentgeschäften. Und das Schließen von Steueroasen könnte dauerhaft unterlaufen werden. Gefahrenpunkt Nummer 5, Schutz persönlicher Daten. Auch hier beziehe ich mich im Wesentlichen auf TISA, weil dort bereits eben die ausführlichsten Leaks im Internet sind. Schutzbestimmungen für persönliche Daten bei Bank- oder Internetdiensten, ebenso wie beim Flugverkehr, sollen eingeschränkt werden und der freie Transfer in andere TISA-Länder gewährt werden. Das sind ja immerhin 50 Länder, ne? Wo teilweise die Vorschriften ohnehin schon laxer sind. Also NSA lässt grüßen. Ziel, ein möglichst niedriger internationaler Schutzstandard für persönliche Daten. Sechster Gefahrenpunkt, Arbeitnehmerrechte, auch hier im Wesentlichen durch TISA. Transnationale Dienstleistungskonzerne sollen laut TISA ihr Personal ungehindert, wenn auch zeitlich befristet, in ausländische Niederlassungen transferieren können. Das wäre soweit noch in Ordnung. Aber transferieren zu den Konditionen und Arbeitsbedingungen des Herkunftslandes. Klar, dass damit unsere örtlichen Arbeits- und Mitbestimmungsrechte unterlaufen werden und die Löhne werden unter Druck kommen. Siebtens, wir sollten nicht immer nur auf uns selber schauen, sondern sollten durchaus auch mal anschauen, welche Probleme haben Entwicklungsländer mit solchen Freihandelsverträgen. Beispiel EPA mit Afrika. Statt früherer Zollpräferenzen
sollen die Entwicklungsländer mit EPA ihre Märkte weitgehend öffnen, und zwar innerhalb weniger Jahre. Damit können dann noch mehr als bislang subventionierte EU-Agrarprodukte, zum Beispiel Hühnchenteile, genauer gesagt Hähnchenteile, die bei uns keiner will, Milchpulver und so weiter, überschwemmen dann amerikanische Märkte und werden dort billiger angeboten, als es afrikanische Bauern herstellen können. Das muss man sich vorstellen. Und ähnlich läuft es bei Textilien, bei Kleingewerbe und Industrie. Es geht so weit, dass sogar der Afrika-Beauftragte der Bundesrepublik, Herr Moke, sagt, EPA zerstört, was mit Entwicklungshilfe aufgebaut wurde. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, die afrikanische Wirtschaft ist nicht konkurrenzfähig mit der europäischen Wirtschaft oder gar der Industrie. Das heißt, sie brauchen weiterhin Schutzzölle. Mit EPA und ähnlichen Verträgen produziert man nicht nur Armut, sondern auch Wirtschaftsmigration. Und dann wundert man sich, wenn noch mehr Flüchtlinge zu uns wollen. Beispiel Mercosur, also das neue Abkommen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Ziel ist nicht die Abholzung, sondern Ziel ist die Ausweitung von Importen von Fleisch und Sojaprodukten aus riesigen Plantagen, wie Sie es hier sehen, und dazu werden Regen- und Trockenwälder und auch Savannen abgeholzt. Und man fördert Monokulturen zulasten von Umwelt und von kleinen Bauern. Das hat dramatische Klimaauswirkungen, wird aber von uns, von Europa, mit unterstützt. Es wird einen massenhaften Einsatz von Umweltgiften geben, weil Monokulturen gar nicht anders funktionieren. Und es ist schon im Gange ein Vertreiben der ansässigen Bevölkerung. Und natürlich unterstützt Europa mit solchen Abkommen auch korrupte Regierungen, wie zum Beispiel in Brasilien. Großes Problem bei all diesen Verträgen mit Entwicklungsländern. Die EU fördert generell nur den Import von Agrar- oder von Rohstoffen, nicht von Weiterverarbeitung vor Ort. Und damit könnten die Länder eigentlich erst so langsam bei sich eine Wirtschaft, ein Gewerbe und eine Kleinindustrie aufbauen. Es gibt schon ältere Verträge zwischen der EU und Kolumbien aus dem Jahr 2012. Das heißt, die laufen jetzt schon 5 Jahre. Und da kann man schon sehen, dass die Befürchtungen, die wir mit neuen Verträgen haben, tatsächlich in diesem Vertrag Realität geworden ist. Die Handelsbilanzen von Kolumbien und Peru mit der EU haben sich in 4 Jahren dramatisch verschlechtert. Agrarkonzerne mit Monokulturen setzen sich gegen Kleinbauern durch, oft mit drakonischen Maßnahmen. Und die Länder können fast nur Agrar- oder Rohstoffe exportieren, kaum weiterverarbeitete Produkte. Es gibt Vertragspassagen zum Schutz von Menschenrechten, von Arbeitsbedingungen, die sind aber nie mit irgendwelchen Sanktionen belegt und haben überhaupt keine Wirkung. Also sie erweisen sich in der Praxis deutlich als zu schwach. Genau die Befürchtung, die wir haben mit Mercosur und mit EPA, hier haben wir den Beweis, 4 Jahre alt, 5 Jahre alt. Und völlig klar, letzter Punkt, der Welthandel untergräbt jeweils die heimische Produktion und den regionalen Handel. Das wird auch häufig übersehen. Billige Importe senken zwar Verbraucherpreise, in der Tat, wenn wir jetzt weiterhin billiges Fleisch aus Argentinien importieren, dann werden dadurch die Fleischpreise sinken, aber
zulasten von heimischer Produktion und Arbeitsplätzen. Das hatten wir in Deutschland schon in den letzten 10, 15 Jahren bei Textil, bei Optik, bei Audio, bei TV und anderen Geschäftsbereichen. Glücklicherweise haben wir noch andere Produkte, die die Welt von uns will. Das muss aber nicht immer so sein. Und genau dieses war auch der Grund in USA für die Entindustrialisierung des sogenannten Rust Belts mit politischen Auswirkungen, die wir jetzt ja alle weltweit spüren. Und bei den Entwicklungsländern geht es eben zulasten der heimischen Agrarwirtschaft, und das ist doch fast das Einzige, was die haben. Und diese Arbeitsplätze machen wir noch kaputt, ebenso wie das Kleingewerbe. Es geht auch zulasten des regionalen Handels. Billige Agrarimporte aus Argentinien oder aus Kanada verdrängen Produkte aus der Region, aus Europa. Umgekehrt, EU-Importe vermindern den regionalen Handel in Afrika oder Südamerika. Es geht auch zulasten der Qualität. Zum Beispiel Agrarprodukte aus Argentinien, Brasilien oder China können bei uns gar nicht entsprechend kontrolliert werden. Bei Argentinien und Brasilien steht sogar im Vertrag, dass wir sie nicht kontrollieren wollen. Und Importe gehen eben auch zulasten oft schändlicher Arbeitsbedingungen im Ausland. Sie kennen das Thema Näherung in Bangladesch, Kakaoarbeit in Afrika und so weiter. Fazit. Was bedeutet Freihandel? Das Muster der Freihandelsabkommen ist immer dasselbe. Da Zölle zwischen Industrieländern schon weitgehend abgebaut sind, geht es eher um handelsferne politische Fragen. Standards für Verbraucher, Arbeits- und Umweltschutz sollen möglichst nach unten harmonisiert werden. Zugang transnationaler Konzerne zu öffentlichen Dienstleistungen möglichst durch Privatisierung. Investoren schlagen gegen neue Standards, gegen neue Gesetze. Konzerninteressen gehen dabei vor Demokratie und Gemeinwohl. Und Bedrängung statt Unterstützung von Entwicklungsländern. Die Vorteile der Abkommen sind gering, wie wir gesehen haben. Die Gefahren aber immens. Wenn es Vorteile gibt, volkswirtschaftlicher Art, dann sind sie eher betriebswirtschaftlicher Art für transnationale Konzerne, die dadurch ihren Umsatz und auch ihre Gewinne erhöhen können, teilweise auch nur durch Klagen. Aber die Gefahren, die betreffen alle. Die betreffen den Ernährungs-, Verbraucher- und Umweltschutz, Arbeitnehmerrechte, die öffentliche Daseinsvorsorge, demokratische Gesetzgebungshoheit, regionale Wirtschaftskreisläufe, die bäuerliche Agrarwirtschaft bei uns und in Entwicklungsländern, ebenso wie Arbeitsplätze in Afrika. Das alles ist die lange Latte von Gefahren durch Freihandelsabkommen. Und sie sind zudem intransparent und undemokratisch. Geheimhaltung ist Prinzip. Warum eigentlich? Die Vorbereitung dieser Abkommen erfolgt zu 90% durch Konzernlobbys. Das ist nachgewiesen. Es geht definitiv um den Abbau demokratischer Gestaltungsrechte. Und die Parlamente dürfen am Ende nur Ja oder Nein sagen. Und ehe sie bei uns Ja oder Nein sagen dürfen, werden die Verträge schon vorläufig angewendet. So werden undemokratisch Fakten geschaffen. Künftig sollen nationale Parlamente gar nicht mehr gefragt werden. Man bastelt an sogenannten EU-Only.
vertrieben, wo man einige Passagen rausnimmt, unter anderem die Tagerechte, und die in einem eigenen Vertrag dann verpackt, dann sind sie, so meint die EU-Kommission, ausschließlich auf europäischer Ebene zu entscheiden, nicht mehr bei uns im Bundestag. Also, Gesamtfazit, Freihandel befreit nur transnationale Konzerne, aber zu Lasten von Verbrauchern, Arbeitnehmern, klein- und mittelständischer Industrie, zu Lasten von Gemeinwohl und Demokratie, zu Lasten von Entwicklungsländern und der Umwelt. Können Sie noch? Weil jetzt kennen wir das Kapitel 2. Kritik an Freihandel heißt nicht Protektionismus à la Trump mit hohen Schutzzöllen. Bedeutet auch nicht Rückfall in Nationalismus, wie bei vielen Rechtspopulisten, natürlich auch bei Trump mit America First. Bedeutet auch nicht eine grundsätzliche Ablehnung von Welthandel und Globalisierung. Sehr wohl aber eine sorgfältige Abwägung ihrer Vor- und Nachteile und eine bessere Steuerung und Kanalisierung der Globalisierung. Das Schlimme ist, dass heute bei uns, ebenfalls in der Politik und bei denen, die das Ganze verhandeln und jetzt auch so in der Wirtschaft, der Sinn von immer mehr Welthandel und Globalisierung gar nicht mehr hinterfragt wird. Die Behauptung von mehr Wachstum und Arbeitsplätzen, die ja in der Realität gar nicht stimmt, ne, reicht aus, dass die EU-Kommission wie eine Betriebene 20 Freihandelsabkommen parallel verhandelt. Also wir brauchen dringend ein Moratorium und eine breite Diskussion darüber, wie müsste ein künftiger Welthandel aussehen, ohne die beschriebenen Defizite des Freihandels. Und wir brauchen dieses, ehe die 20 Freihandelsabkommen abschlussreich sind, weil sonst kaum mehr was zu ändern ist. Das haben wir bei CETA gesehen. So, was könnte jetzt fairer Handel bedeuten? Zunächst mal müsste fairer Handel Vorteile für alle bringen. Denn Welthandel ist kein Selbstzweck. Er macht nur dann Sinn und ist nur dann fair, wenn er für alle Beteiligten echte Vorteile bringt. Nicht nur, wie bisher, für transnationale Konzerne, sondern auch für Verbraucher durch beispielsweise günstigere Preise, bessere Qualität, vielfältigeres Angebot. Für Arbeitnehmer durch mehr und stabilere Arbeitsplätze, angemessene Löhne und besseren Arbeitsschutz. Und für die gesamte Volkswirtschaft durch Wohlstand für alle, Gemeinwohlerhöhung, stabile Wirtschaft, stabile Steuereinnahmen oder nachhaltige Entwicklung. Und ein Leitstern müsste sein, Gemeinwohl geht vor Handelsliberalisierung. So, und dann soll nicht nur ein Land dadurch Vorteile haben, sondern alle beteiligten Länder. Und ein Maß für die Ausgewogenheit der Vorteile ist die Handelsbilanz. Die Handelsbilanz sollte möglichst ausgeglichen sein. Dann wäre auch Trump ruhig. Weil in der Tat hat Amerika ja wachsende Handelsbilanzdefizite, natürlich auch durch eigene Fehler, aber auch durch China und durch Deutschland. Das ist schon so. Und Handelsverträge müssen zweitens transparent und demokratisch sein. Das Verhandlungsmandat, das bisher nur durch den EU-Rat gegeben wird, also durch die Regierungen, sollte künftig auch durch das EU-Parlament definiert werden.
selbstverständlich keine Geheimhaltung der Handlung, sondern transparent. Also Veröffentlichung von Mandat, Zwischenberichte und Zwischenergebnisse. Darauf haben wir alle Anspruch. Und zivilgesellschaftliche Vertreter sollten gleichberechtigt mit Wirtschaftsvertretern einbezogen werden. Warum denn eigentlich nicht? Und was wir brauchen, ist auch eine verbindliche Evaluation, also eine Überprüfung der Verträge A im Vorhinein und B beispielsweise nach 3 oder 5 Jahren und dann aber ausgestattet mit praktikablen Kündigungsmöglichkeiten auch für die EU. Und selbstverständlich keine vorläufige Anbindung, sondern eine Beteiligung der nationalen Parlamente. Und, auch das ist eine Selbstverständlichkeit, keine Bedrohung, sondern Erhalt der demokratischen Gestaltungsfreiheit. Kündigung sind es eine Selbstverständlichkeit. Wir haben uns nur schon zu sehr daran gewöhnt, dass es völlig anders läuft. Drittens, die Standards sollen nicht nach unten harmonisiert werden, sondern sie sollen geschützt werden und sie sollen auch ausgebaut werden. Also kein Absenken von Schutzstandards, sondern selbstverständlich muss auch eine ständige Weiterentwicklung dieser Schutzstandards möglich sein. Genauso selbstverständlich wie der Erhalt und Ausbau von Arbeitnehmerrechten in allen beteiligten Ländern. Es gibt ja Mindeststandards, beispielsweise von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO oder UN-Normen für Arbeit und Menschenrechte. Die müssen hier zugrunde gelegt werden. Und selbstverständlich auch Erhalt und Schutz des europäischen Vorsorgeprinzips. Wir können vielleicht in der Diskussion noch darüber reden, was sich dahinter genau verbirgt. Und viertens, Schutz der öffentlichen Daseinsvorsorge und der Kultur. Schutz vor zunehmender internationaler Konkurrenz, Schutz vor Privatisierung und reinen Profitinteressen. Das ist jetzt nicht so sehr der Schutz von Stadtwerken. Die sollen sich durchaus anstrengen, dass ihre Kunden gut behandelt werden. Das ist unser Schutz, weil die Daseinsvorsorge hält Gesellschaften zusammen. Wenn die künftig alle nach Profitinteressen laufen, dann geht es uns schlechter. Und ebenso eindeutiger Schutz der gesamten Kultur inklusive der Buchpreisbindung und der kulturellen Vielfalt. Und selbstverständlich in fairen Welthandelsabkommen kein Parallelrecht für Investoren. Und zwar weder mit ISDS noch mit ICS. Und selbstverständlich kein Klagerecht aufgrund von demokratisch beschlossenen Standarderhöhungen. Und selbstverständlich keinen Anspruch auf entgangene Gewinnaussichten. Selbst der Europäische Gerichtshof hat sich, wie einige von Ihnen sicherlich mitgekriegt haben, aktuell im sogenannten Achmea-Urteil ganz klar gegen Konzernklagen, zumindest in innereuropäischen Verträgen, positioniert. Das Urteil vom deutschen Verfassungsgerichtshof steht noch aus. Da liegen ja 2 Klagen vor, die sollen dieses Jahr noch entschieden werden. Sechstens, wir brauchen dringend Mindeststeuern für Konzerne und Konzerne müssen verpflichtet werden auf internationale Standards. Mindeststeuer für transnationale Konzerne sind deshalb so wichtig, weil sie ihre Gewinne beliebig über die Länder der Welt hin und her schieben können und immer letztendlich dort die Gewinne hinschieben, wo sie keine oder fast keine Steuer zahlen. Und dazu gehört auch das Stopfen von Steuerschlupflöchern. Und wir brauchen eine Verpflichtung von Investoren, und zwar über die gesamte Lieferkette auf die UN-Leitprinzipien für Arbeit und Menschenrechte, für ILO-Standards und so weiter.
Wir bekommen jetzt langsam eine Transparenzpflicht für Steuern, für Arbeitnehmerschutz und für Umweltschutz. Jedenfalls müssten künftig größere Kapitalunternehmen, größer als über 500 Mitarbeitern, einen nicht finanziellen Bericht vorlegen, wo diese ganzen Dinge zumindest dargelegt werden. Das ist ein Anfang in die richtige Richtung. Letztendlich brauchen wir aber auch, damit das Ganze wirklich gut funktioniert, eine Klagemöglichkeit Betroffener in den Herkunftsländern der Investoren. Die sogenannte Binding Treaty Initiative der UN. Siebtens. Klar brauchen wir eine Priorität für UN-Verträge oder UN-Konventionen vor allen Handelsabkommen. Also für Menschenrechtskonvention, für ILO-Arbeitsschutzstandards, Klimaschutzvertrag oder die Agenda 2030, die fast keiner kennt. Ich habe neulich einen Vortrag im Gastbeitrag drüber gehalten. Klimaschutz kennt jeder, Agenda 2030 kennt niemand. Die nachhaltigen Entwicklungsziele für die Welt. Immerhin unterschrieben von 193 Staaten der Welt. Das ist fast wie ein kleines Wunder. Und bislang verstoßen die neueren Freihandelsabkommen alle gegen diese nachhaltigen Entwicklungsziele. Fairer Handel bedeutet nicht nur fair für uns, sondern auch fair gegenüber Entwicklungsländern. Vorrang für nachhaltige Entwicklungsziele aus der Agenda 2030, dafür ist sie eigentlich gemacht worden. Und das sind die schon besprochenen Verträge IPA und Mercosur obsolet. Erhalt ausreichender Schutzzölle für eine faire Entwicklungschance nach dem Prinzip der Nicht-Reziprozität. Das bedeutet, niedrige Importzölle von Waren, die von Entwicklungsländern nach Europa oder in andere Industrieländer kommen. Aber Schutzzölle in den Entwicklungsländern für zu schützende Bereiche, und es sind die meisten. Freihandelsabkommen sagen, wir verhandeln auf Augenhöhe mit Entwicklungsländern. Und daraus folgern sie, wir brauchen keine Nicht-Reziprozität. Also wenn wir die Zölle senken, sollen auch die Zölle senken. Das ist immer das Heimtypische. Man verkleidet immer hinter schönen Worten negative Dinge. Und nicht zu vergessen, auch hier die Industrieländer, USA, Großbritannien oder Deutschland, haben ihre Industrie jahrzehntelang hinter Schutzzöllen entwickelt. Und diese Chance müssen wir auch Entwicklungsländern einräumen. Und dazu gehört eben Einräumen von Präferenzzöllen, gerade für die armen Entwicklungsländer, und zwar nicht nur für Agrar- und Rohstoffe, sondern auch für Weiterverarbeitung im Land. Und kein Export subventionierter Produkte aus Industrieländern wie Milchpulver, ähnliche Teile und so weiter. Das Beispiel von vorher. Und Entwicklungsländer brauchen dringend einen Vorrang für Ernährungs- und Energiesouveränität. Bitte? Ich bin gleich durch, dann können wir das in der Diskussion noch machen. So, und Globalisierung soll angeblich die Ungleichheit in der Welt, die finanzielle Einkommensungleichheit und so weiter, beseitigen. Das ist auch ein Ziel aus der Agenda 2030, das Ziel Nummer 10. Ich will jetzt auf diese Grafiken hier nicht weiter eingehen. Sie zeigen aber, dass die finanzielle Ungleichheit, also bezogen auf das Einkommen, auf das Vermögen und so weiter, innerhalb der Länder,
dramatisch ansteigt. Und zwar nicht nur in Industrieländern, sondern auch in Ländern wie Indien mit die größte Ungleichheit. China, Russland. Sie sehen es hier. Ne? In Europa ist es schon schlimm genug, aber weniger schlimm als in China, Russland, Afrika, Brasilien, Indien und Nahe Osten. So, und dazu kommt aber eben, die Ungleichheit zwischen den Ländern wird auch immer größer, was eigentlich der Theorie der Globalisierung widerspricht. Und mittlerweile ist selbst der Vorkämpfer der Globalisierung, der Internationale Währungsfonds und die Weltbank, kritisch gegenüber der zunehmenden Ungleichheit. Schon erstaunlich, dass ausgerechnet die zwei jetzt kritisch sehen. Zehntens und letztens. Wir müssen auch dringend die Umweltbelastung einpreisen. Sehen Sie, das ist ein Containerschiff. Ein Containerschiff, müssen Sie sich vorstellen, wie ein mittleres Kohlekraftwerk, nur ohne Filter. Die fahren mit Schweröl. Das ist billig, aber es ist eine Drecksteuer und Sie müssen keine Filter einbauen. Nur als Beispiel, Sie kennen das Thema sauberer Regen, der kommt von SO2, ne? Schwefeldioxid. 20 Containerschiffe pusten so viel SO2 in die Atmosphäre wie sämtliche Autos der Erde zusammen. Es gibt aber 9000 Containerschiffe. Hinzu kommen steigende Flugzeugtransporte. Also wir brauchen endlich Umweltstandards für Containerschiffe. Wir brauchen keine Steuervergünstigung mehr für Schiffe und für Flugzeuge. Und wir brauchen dringend einen Mindestpreis für Emissionen. Auch das entspricht zwei nachhaltigen Entwicklungszielen. Wir haben doch sonst auch deutlich eine Diskriminierung des regionalen Handels, die diese Vorschriften ja einhalten müssen. Die dürfen ja nicht mit Schweröl fahren und so weiter. Also der Verkehr über große Strecken wird bevorzugt gegenüber regionalem Handelsverkehr. Und das hat Prinzip. So. Geben Sie mir noch 3 Minuten. Ich komme zum Fazit. Was bedeutet fairer Handel? Weiterhin offener Welthandel ohne Protektionismus und Nationalismus. Aber das vorrangige Ziel muss sein, Vorteile für alle Beteiligten. Verbraucher, Arbeitnehmer, Volkswirtschaft. Nicht nur für transnationale Konzerne. Eine Selbstverständlichkeit. Ich betone es jetzt extra am Schluss immer. Faire Welthandelsabkommen müssen transparent und demokratisch sein. Ja, was denn sonst? Wir brauchen einen Erhalt und Ausbau von Schutzstandards. Auch da muss man wieder ergänzen. Ja, was denn sonst? Wir brauchen einen wirksamen Schutz von öffentlicher Daseinsvorsorge und Kultur. Auch dafür sind wir alle. Und wir brauchen kein Parallelrecht für Konzerne. Die haben es doch bisher auch nicht gebraucht. Wir haben zwischen USA und Europa kein Investorenschutz. Das ging 70 Jahre lang nach dem Krieg bestens. Keiner hat es gebraucht. Auch die kanadischen Unternehmen haben es nicht gebraucht. Bis CETA gekommen ist. Ne? Und unsere Konzerne investieren in China ohne Investorenschutz, machen beste Geschäfte und wollen sich die auch nicht wegnehmen lassen. Warum jetzt plötzlich dieses Parallelrecht für Konzerne? So, wir brauchen eine Mindeststeuer für Konzerne und eine Verpflichtung auf UN-Standards für Menschenrechte und Arbeitsschutz, auch dies eine Selbstverständlichkeit. Wir brauchen selbstverständlich eine Priorität für UN-Verträge oder UN-Konventionen.
dafür werden sie doch gemacht. Die können doch nicht mit irgendwelchen Handelsabkommen durchlöchert werden. Und wir brauchen auch einen fairen Handel für Entwicklungsländer, wie haben wir ja vorher beschrieben. Spätestens mit der Agenda 2030 auch eine Selbstverständlichkeit und Selbstschutz für Europa, weil es eine Migrationsbremse wäre. Und neue Handelsverträge sollen auch eine Begrenzung der wachsenden Ungleichheit bringen, die die Globalisierung eigentlich nach ihren Theoretikern ohnehin bringen soll. Es gibt auch ein nachhaltiges Entwicklungsziel Nummer 10 und mittlerweile auch eine Forderung von IWF und Weltbank. Und wir müssen selbstverständlich die Umweltbelastung der Globalisierung mit einpreisen. Auch das spätestens mit dem Klimaschutzvertrag überfällig. Also alle Eigenschaften des fairen Welthandels müssen doch überall akzeptiert werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich fand das jetzt einen guten Vortrag. Ich finde, also mir geht es halt nur ein bisschen nicht weit genug mit, wie ein fairer Welthandel ausschaut. Das schaut für mich jetzt schon irgendwie noch nach sehr viel Neoliberalismus aus. Natürlich finde ich es gut, wenn man die Bauern in Afrika oder Südamerika schützt, aber letztendlich müssen ja alle auf der Welt vor dem System geschützt werden, denke ich. Also bei uns zum Beispiel die Textilindustrie, die waren ja dann auch nicht mehr konkurrenzfähig. Und ich finde halt, also dass einzelne Regionen wieder eine Art Autonomie und dadurch überhaupt eine Demokratie bekommen können, oder also eine Demokratie in dem Sinn, dass man nicht so arg von diesen internationalen Märkten abhängig sein muss, da hilft es ja nur, wenn man eine regionale Wirtschaft hat und regionale Wirtschaftskreisläufe. Und dann kann man tatsächlich sagen, also wir können uns mehr oder weniger selbst versorgen, bis auf Bananen oder sowas, aber wenn die Weltwirtschaft, dann brauchen wir uns von der Weltwirtschaft nicht mehr alles vorschreiben zu lassen. Aber wenn wir weiterhin auf die Weltwirtschaft angewiesen sind, dann müssen wir uns doch immer wieder nach der richten. Ja gut, das ist schon eine grundsätzliche Frage. Wollen wir jetzt à la Trump die Grenzen schließen mit hohen Schutzzöllen? Das wäre ja das praktisch, weil sonst läuft die Globalisierung weiterhin. So weit würde ich nicht gehen. Die Globalisierung bringt auch durchaus Vorteile. Viele Länder der Welt konnten sich durch Globalisierung auch hocharbeiten. Und diese Chance, die Deutschland ja wunderbar genutzt hat, sollten wir auch anderen Ländern durchaus einräumen. Aber wir brauchen dafür Spielregeln, mit der wir unsere Demokratie nicht kaputt machen lassen, mit denen wir Entwicklungsländer schützen, mit denen wir den regionalen Handel künftig besser stellen, als er derzeit ist. Und diese ganzen Dinge, die ich da ja mit aufgelistet habe, die, denke ich, sind schon ein ausreichender Schutz. Die Grenzen wieder ganz dicht machen, wäre jedenfalls nicht das, was ich vorschlagen würde. Jetzt kommt die Dame hinter dir, wenn du es gleich weitergibst, und dann Herr Baumann. Ich habe eigentlich mehr so eine Verständnisfrage. Ich verstehe das nicht. Wie kann man Verträge machen, aus denen man praktisch nicht mehr rauskommt? Wie geht denn das? Ja, also das ist eine gute Frage. Wir haben in den Freihandelsverträgen in der Tat Kündigungsklauseln. Wie in jedem Vertrag eigentlich. Ne? Das Problem in der EU ist nur, dieser Kündigung eines Freihandelsvertrages müssten dann wiederum alle 28, künftig 27, zustimmen. Und das werden sie nie kriegen. Also auch EU-Politiker sehen das als fast unmöglich. Trump kann als Präsident der USA Verträge kündigen. Dazu braucht es nur eine einzige Regierung. Und er hat ja auch NAFTA schon gekündigt. Ne? Aber wir in Europa werden das leider nicht schaffen. Das ist der Hintergrund. Also meine Überlegung anschließend an das, was Sie vorher gesagt haben, ist, wir werden... Ein bisschen Mikro wegen der Aufnahme auch.
Also wir werden wohl den internationalen Handel nicht wirklich einschränken können und glaube ich auch nicht sollen. Und ich glaube auch der regionale Handel oder der regionale Warenverkehr ist schon in Ordnung. Aber die wirksamste Methode, sowas zu bevorzugen wäre, das hatten Sie jetzt mit dem Schweröl angesprochen, den Verkehr insgesamt so zu belasten, dass der Verkehr das kostet, was er eigentlich kosten müsste. Das Transportieren von Gütern müsste so viel kosten, wie es in der Realität für die einzelnen Menschen, für die Gesellschaften kostet. Häfen werden subventioniert, Straßen werden subventioniert. Es gibt überhaupt keine einzige Straße, keinen einzigen Hafen auf dieser Welt, der sich selber trägt durch das, was dort passiert. Und wenn man das belasten würde, dann könnte auch nicht ein Apfel aus Chile mit einem Apfel aus dem Bodenseegebiet konkurrieren. Das wäre meines Erachtens ein kleiner Baustein. Die anderen Bausteine haben Sie schon genannt. Den letzten hatte ich ja auch genannt, ne? Diese Einpreisung quasi der Umweltbelastung. Also ich finde ganz tolle Informationen, die wir da kriegen. Also es sind auch Wiederholungen, die man zum Teil schon weiß, aber die Bündelung finde ich ganz schön. Aber was mir auffällt, ist, dass die Gesetze so eine große Rolle spielen. Und ich möchte da jetzt einmal einen umfassenderen Gedankengang dazu geben. Also einmal möchte ich an zwei Beispielen. Die Mietsituation in Deutschland heißt, ja, wir können nicht anders, wir müssen 15% alle 3 Jahre, die Gesetze sind so. Wobei die Gesetze und wer sie gemacht hat, überhaupt nicht hinterfragt wird. Das zweite Beispiel ist jetzt, wo diese jungen, vielen, vielen Leute in Washington und USA auf die Straße gegangen sind, um ihre ungeheure Empörung gegen die Waffengesetze zu formulieren. Und da haben die Waffenlobbyisten doch die Freundlichkeit in Anführungszeichen gehabt, denen zu sagen, ihr könnt doch nicht mit euren Gefühlen und Emotionen gegen die staatlichen Gesetze angehen. Wobei nicht berücksichtigt wird, dass diese Gesetze von Lobbyisten gemacht werden, hinter denen diese Lobbyisten ihre eigenen niederen Emotionen verstecken. Also das ist ja nicht so, dass die nicht von ihrer Gier gelenkt werden und sich darum kümmern, dass ihre Gier in sogenannte neutrale Gesetze gefasst werden. Also diese Verlogenheit ist ungeheuer. Und ich meine, dass das sich festnageln auf die juristischen Gesetze, rasieren wir sie doch weg, diese Juristen. Und sagen wir, es geht nicht um juristische Gesetze, sondern es geht um ein Leben. Und da sind diese vielen Anregungen, die Sie gebracht haben und die wir da hören, ganz wichtig. Aber das übergeordnete Kriterium muss sein, es geht ums Leben und nicht um eure juristischen Gesetze. Und da können wir auf die Straße gehen, weltweit. Gut, aber ich denke, wir werden weltweit weder in den einzelnen Ländern noch weltweit ohne Gesetze auskommen. Das ist die Basis unseres Zusammenlebens, eine juristische Basis. Nein, ich habe gesagt, es geht um die Gesetze des Lebens und nicht um die juristischen Gesetze. Okay, und wir müssen alle dafür sorgen, dass in unsere Gesetze künftig auch die Gesetze des Lebens und die demokratischen Meinungen mit einfließen und nicht so verbogen werden wie heute durch Lobbyismus. Und dann sind wir schon beieinander. Meine Frage ist, wie kommt man zu einer ausgeglichenen Handelsbilanz in dem Sinne, dass Entwicklungsländer nicht Kapital verlieren? Genügen da die Spezialzölle? Ich möchte es bezweifeln. Ja gut, ich sag mal, ohne Spezialzölle und ohne diese ungleichen Zölle, also Schutzzölle für arme Entwicklungsländer, aber Präferenzzölle dann uns gegenüber und dann eben sukzessive nicht mehr nur für Agrarprodukte und Rohstoffe, sondern auch für weiterverarbeitete Produkte in diesen Ländern.
Und dann kann man mit Hilfe auch von, ich sag mal, Mengenbeschränkungen in diesen Ländern sehr wohl dafür sorgen, dass man möglichst eine ausgeglichene Handelsbilanz bekommt. Und wenn nicht, dann kann man, wie jetzt gerade bei den zitierten Verträgen mit Peru und so weiter, nach 4 Jahren feststellen, ging in die falsche Richtung, wir müssen die Verträge ändern. Das Grundziel beim internationalen Handel ist immer ausgeglichene Handelsbilanz. Es kümmert sich nur kein Schwein drum. Und das ist auch das gleiche Grundziel innerhalb der EU. Und der größte Sünder dagegen sind wir. Und auch dagegen könnte man was machen. Nicht Exporte verbieten, sondern dafür sorgen, dass wir mehr importieren. Guten Tag. Ich würde nur sagen, vor knapp 20 Jahren, da gab es mal hier ganz groß, die hieß es Europa der Regionen. Und was jetzt ja ist, wird ja versucht, ganz und gar diese Arbeitsteilung immer mehr zu machen, damit keiner mehr selbstständig wird. Also ich sehe jetzt das bloß, so ein kleines Beispiel nur, wenn ich jetzt sehe, wenn meine Enkel in der Schule sind, dass bestimmte Sachen, ganz einfache handwerkliche Fähigkeiten, nicht mehr geschult werden. Das heißt, sie lernen nicht mehr stricken, häkeln, werken, also alles das, was also meine Kinder noch gelernt hatten. Aber jetzt sehe ich die ersten Enkelkinder auch noch, aber jetzt, wenn sie zu 12 sind, das ist alles weggefallen in den Schulen. Dass die also nicht mehr nähen können oder auch im Gymnasium haben auch meine Töchter gelernt, wie man mit einer Nähmaschine umgeht oder was. Wenn sie jetzt keine Großmutter haben, die sich hinsetzt und mit denen das beibringt, und wie man Knopf annäht, wie man stopft, wie das ganze Sachen, einfach, da wird ist dafür gesorgt, dass diese normalen Sachen, die jemand selbstständig machen könnte, für den Notfall, dass das sagen wir, auf der ganzen Welt geteilt ist, gut, ihr näht in Bangladesch, wird genäht und ihr macht das und ihr macht das, um sie alle in dieser Abhängigkeit zu halten, dass keiner mehr selbstständig werden kann. Ja. Ich meine, das hat natürlich Implikationen. Zunächst mal sollten wir, sage ich mal, die Bildung bestimmen. Was soll in unseren Schulen gelehrt werden? Ne? Aber es ist klar, das kommt daher, dass die in Bangladesch so billig nähen. Deshalb schmeißen wir unsere Kleider lieber weg, bringen sie nach Afrika, machen dort wiederum den Textilmarkt kaputt, als dass wir selber nähen. Meine Schwestern haben auch noch selber genäht. Ihre Kinder nicht mehr. Das ist schon so. Ne? Und das hängt natürlich mit den billigen Kosten zusammen, die sich erhöhen würden, wenn auch in Bangladesch einigermaßen vernünftige Löhne bezahlt werden, wenn der Arbeitsschutzstandard, der Brandschutzstandard und alles erhöht würde und wenn die Transportkosten entsprechend erhöht würden, dann würde sich da ein besseres Verhältnis wieder herausbilden. Und dann hätten wir vielleicht auch wieder eher das Interesse, etwas mal selber zu machen. Auch das Interesse für Repair-Cafés und so weiter. Das geht ja alles in die gleiche Richtung. Wir sind ja eine Wegwerfgesellschaft. Und zwar gezielt. Die Produkte werden heute so hergestellt, dass sie immer weniger repariert werden können. Das geht genau in die gleiche Richtung. Ja, es wurde vorher gefragt, wie man zu einer ausgeglichenen Handelsbilanz im Weltmaßstab kommen kann. Unser jetziges Welthandelssystem hat das ganz explizit nicht als Ziel. Es ist weder in der WTO noch auch nur innerhalb der EU, wo unverbindlich nicht mehr als 6% des BIPs Handelsüberschuss pro Jahr erzielt werden soll. Es ist aber vollkommen, hat überhaupt keine Folgen, wenn Deutschland zum Beispiel da Jahr für Jahr im Prinzip drüber ist. Der Welthandel ist bei uns durch seine ganzen Regularien so strukturiert, dass es halt ein Kampf aller gegen alle ist. Und wer es schafft, irgendwie Exportweltmeister zu sein, darf das Jahr für Jahr bleiben, ohne dass er da irgendwelche negativen Sanktionen fürchten muss.
dieses Problem hat Keynes damals sehr klar gesehen. Und sein Projekt für eben eine funktionierende Weltwirtschaft hat die wahrscheinlich einzig funktionable Lösung für dieses Problem vorgeschlagen. Nämlich den ganzen Welthandel über eine ICU, eine International Clearing Union, laufen zu lassen, mit einer eigenen Verrechnungseinheit, die er Bancor genannt hat. Und das Herzstück dieser Regelung war, bei mehr als 2% Abweichung, also Handelsbilanzüberschuss, im bilateralen Verhältnis zwischen zwei Ländern, muss das Land, das mehr exportiert, eine Strafe in diesen ICU-Topf zahlen, von dem die Entwicklung in den weniger entwickelten Ländern gefördert wird. Nur so haben die Länder, die viel exportieren, selber einen Anreiz, die Entwicklung in den Ländern, in die sie exportieren wollen, zu fördern, weil sie wissen, sie müssen von denen Sachen auch kaufen, wenn sie in die exportieren wollen, sonst wird es einfach teuer. Und ich glaube, es war eine progressive Steigerung dieser Strafsteuer gedacht, je größer das Handelsungleichgewicht ist. Also irgend so eine Art müsste man implementieren, wenn man wirklich durch die Rahmenregularien zu einer Art ausgeglichenem Handel im Weltmaßstab kommen würde, wollen würde. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich meine, wir müssten das zuallererst in der Eurozone testen, weil immerhin haben wir diese 6%, die müssten wir dann eben reduzieren, und immerhin hat Deutschland immer noch ein Gesetz zur ausgeglichenen Handelsbilanz. Also wir können die Letzten sein, die dagegen wehren. Und ich halte dieses System von Keynes auch für ein sehr elegantes System. Ob man das weltweit durchkriegt, ist die zweite Frage. Wie gesagt, erstmal testen in der EU. Bitte schön. Also mir liegt am Herzen, einfach nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir als kleine Konsumenten auch eine relativ große Macht haben. Ja. Wir brauchen nicht die Äpfel von Argentinien holen oder von Neuseeland und dann essen, wenn unsere nicht mehr knackig sind. Das heißt, wir müssen unser Verhalten ändern, wir müssen viel mehr uns bewusst machen, was wir da machen, raus aus der Komfortzone gehen. Und ich denke, da haben wir Aussichten, wirklich eine Veränderung zu schaffen. Wenn wir immer nach oben schauen, keiner von uns wird die Lobbyisten beeinflussen können, die spielen ihr eigenes Spielchen. Man kann vielleicht darauf aufmerksam machen, aber hier gibt es wirklich Dinge, die wir als Konsumenten in der Hand haben und die wir auch nutzen sollten. Wer ist wir? Sie. Wir zwei. Ja. Und die anderen hier. Die Macht der Verbraucher. Ich habe es hier auch nochmal aufgelistet. Ich habe es im Vortrag nicht gebracht, aber es wird immer unterschätzt, wie groß die Macht der Verbraucher wäre, wenn wir uns nur zusammentun. Und wie Sie sagen, bei uns selber anfangen, keine T-Shirts mehr für 4,95, zumindest diejenigen, die nicht in der Armutszone leben. Und eben kein Kauf von Produzenten, die sich nicht an internationale Standards halten, ihre Steuern minimieren. Das kriegen wir wenigstens künftig mitgeteilt nach der neuen Transparenzrichtlinie der EU, zumindest bei großen Kapitalgesellschaften. Und, wie Sie sagten, vorwiegend regionale Produkte kaufen. Es zwingt uns ja keiner, was anderes zu tun. Ne? Möglichst aus naturnaher Landwirtschaft und so weiter. Und wenn Importware, dann Fair Trade, Fair Textile. Hier im Laden gibt es Schokolade aus Afrika, die dort produziert ist, habe ich gerade erfahren. Also wir könnten es schon tun. Ne? Kaffee. Bitte? Kaffee auch. Ja gut, aber es geht vor allem darum, weiterverarbeitete Produkte, damit da so eine Kleinindustrie in diesen Ländern entstehen kann. Also sehr guter Hinweis noch, ja. Ich nehme auch die Gelegenheit wahr. Ich höre dich, ja. Stopp, wir hören dich. Ich habe vor einer Woche etwa gesehen, dass in diesem Laden hier im Einwelthaus, diesem dritten Weltladen da hinten,
eine besondere Schokolade zum Verkauf angeboten wird, Fairtrade, aber hat die Besonderheit, steht da in großen Buchstaben, dass es in Afrika selber erstellt ist. Es ist teuer, ich nehme an, dass es deswegen teuer ist, weil die Zölle für landwirtschaftliche Produkte, die eine Verarbeitung drin haben, in der EU besondere Zölle genießen. Also je mehr Verarbeitung in dem Produkt steckt, desto mehr wird mit Zöllen, also mit höheren Zöllen belastet. Ich erinnere mich in alten Zeiten schon, als Entwicklungsminister Rainer Offegert war, hatte hier in Ansicht dieses Entwicklungsprinzip, dass die Entwicklungsländer eigene Verarbeitung brauchen, hatte eine norwegische Fibel übersetzen lassen für Kinder, in der stand, die Länder, die die Rohstoffe produzieren, sollten auch die Produkte mit diesen Rohstoffen erstellen. Also nicht ganz, aber jedenfalls die ersten Verarbeitungsstufen auf jeden Fall. Und also der eigentliche Satz war konkret, also die Länder, die Kakao erzeugen oder produzieren, sollten auch die Schokolade erzeugen. Diese Fibel sollte verteilt werden in den deutschen Schulen. Die Süßwarenindustrie aber hat so einen Protest inszeniert, dass diese Fibel eingestampft werden sollte. Ich habe einen wenigen Exemplaren, die es wahrscheinlich noch gibt. Und das wird konterkariert jetzt heute mit diesem Produkt, was eben jetzt auf den Markt kommt. Ja. Was ich glaube, aber über diese konkrete Handlung möglichst fair einzukaufen, was wir fördern müssten, ist eine Veränderung der Mentalität. Im Augenblick gilt der Handel als das Allerbeste der Welt. Je mehr, desto besser. Je mehr eine Firma exportiert, desto besser für alle, meint die Firma. Deswegen die Bildung von Wertschöpfungsketten über die ganze Welt. Und wir müssen eigentlich eine andere Philosophie haben. Die Weisheit steht in der Mitte. Handel ist notwendig, aber es ist nicht alles. Es ist nicht für alle das Beste. Und dieses richtige Maß zwischen Handel, aber andererseits den anderen auch eine Chance geben, dass sie gute Arbeitsplätze haben, dass sie Industrieprodukte erzeugen und auch verkaufen. Diese Idee muss sich einfach in allen Köpfen durchsetzen, weil sonst wird es sehr, sehr schwierig sein gegen die Interessen der Firmen, die nur an sich selber denken und eben zu Weltfirmen werden wollen und die ganze Produktion in der Welt beherrschen. Ja, aber vielen Dank für diese Ergänzung. Die lasse ich einfach so stehen, ist ja alles richtig. Vielleicht zur Untermalung noch Zahlen, die ich gerade von Hans, der unter uns sitzt, gelernt habe. Wir importieren Kakao für circa 1 Milliarde, ne? Und wir exportieren Schokolade für circa 6 Milliarden. Da sieht man, welche Wertschöpfungsstufe da dahinter steht. Und einen Teil davon müssten wir eben den kakaoproduzierenden Ländern geben. Ne? Und eine zweite Botschaft, die vielleicht auch in die Richtung geht, Raul. Gestern stand in der Zeitung, dass afrikanische Staaten versuchen, so eine Art Freihandelszone in Afrika zu installieren. Das wäre mit Sicherheit ein Schritt in eine bessere Richtung, als immer nur mit Industrieländern zu handeln, gegen die sie ohnehin nicht konkurrieren können. Das wäre auch eine Art von regionaler Handel, allerdings in einem großen Kontinent, aber 10-mal besser als EPA. Ein zentraler Gesichtspunkt ist auch bei dir drin, aber müsste man sehr viel stärker noch rausarbeiten. Das ist nämlich die Tatsache, dass ja ein Gutteil der internationalen Wirtschaft von ungefähr 500 Konzernen beherrscht wird.
das berühmte Hemd, was da ist, wenn man mal anguckt, wo was bleibt. Ne? Die Arbeiter, wenn sie Glück haben, kriegen 20 Cent von den 4,95. Also man muss nur den Preis aufdröseln, wo jeweils die Bestandteile bleiben, um zu sehen, dass wir es hier mit einer imperialistischen Weltordnung zu tun haben, die eben in den Zentren das meiste konzentriert und eben die letzten beißen sozusagen die Hunde oder die werden sogar umgebracht, siehe was in Fabriken in Bangladesch, also in Textilfabriken oder ähnlichem passiert. Ja, vielen Dank für die Ergänzung. Gibt es noch weitere Beiträge, Fragen? Du nochmal? Und dann sollten wir so langsam zum Ende kommen. Es geht ja auf 9 Uhr zu. Ja, du hast die Bestrebungen von Wirtschaftszonen innerhalb Afrikas angesprochen. Die gibt es in der Tat auf regionaler Ebene in Afrika im Prinzip schon. Nur hat die EU da genau dasselbe gemacht, was als es Trump vor einem halben Jahr versucht hat, hier auf einhellige Empörung gestoßen ist, also nämlich versucht hat, sich so einzelne europäische Länder rauszubiegen und mit denen spezifische Handelsabkommen zu schließen, wo man ihn dann immer wieder darauf verwiesen hat, dafür hat nur die EU Zuständigkeit und nicht die einzelnen Nationalstaaten. Das hat die EU selber nicht daran gehindert, in Afrika zum Beispiel die ECOWAS oder auch eine entsprechende Freihandelszone in Ostafrika dadurch aufzubrechen, dass sie eben den schwächsten Gliedern, den Ländern, die am dringendsten auf die Exporte nach Europa angewiesen waren, unter der Drohung, ansonsten halt die Zölle massiv draufzusetzen, dazu gezwungen hat, als einzelne Länder und das einzige in ihrer ganzen Freihandelszone, da eben solche Abkommen mit abzuschließen. Und damit ist es natürlich klar, dass sie aus der Freihandelszone im Prinzip entweder ausscheiden müssen oder alle anderen Länder innerhalb dieser Freihandelszone mit nachziehen müssen. Also das haben wir schon geschafft im Prinzip, diese Frage, diese regionalen Gebilde in Afrika eigentlich aufzubrechen. Dennoch gibt es neue Versuche, diese regionalen Gebilde, die es schon gibt und die noch viel zu schwach sind, jetzt zu vereinen. Und natürlich wäre es auch in Südamerika ideal, diese Wirtschaften sind ja eigentlich schon weiterentwickelt, wenn die sich erstmal zusammenschließen würden, ehe sie mit der EU, mit USA und so weiter solche Freihandelsabkommen schließen. Also dieser regionale Handel, der etwas unter die Räder gekommen ist, der bräuchte eigentlich ein Revival, ohne Frage. Jetzt haben wir ganz hinten noch. Gerade wenn ich als Verbraucher aber regional kaufen möchte, dann scheidet es ja schon daran, dass auf den Produkten steht dann drauf, aus EU-Landwirtschaft und nicht EU-Landwirtschaft. Da weiß ich nicht, aus welchem Land es kommt, auch auf Bioprodukte. Warum steht das? Also bei meinem Biohändler steht immer auch das Land dabei, vielleicht nicht auf den Produkten, aber auf den Schildern. Also Saft, das steht drauf hergestellt in Deutschland, okay. Ist der Saft, der woher die Früchte kommt, das ist dann EU-Landwirtschaft und nicht EU-Landwirtschaft. Okay. Das ist nicht mein Land. Dazu auch? Ja, da möchte ich gerade was zu sagen. Das stimmt nicht ganz, wenn wir zum Beispiel bei den ganzen Milchprodukten, da kann man sehr gut sehen, da gibt es einen kleinen ovalen runden Stempel. Da steht entweder DK für Dänemark, DE Deutschland, sogar auch wo es herkommt, Bayern, und haben eine bestimmte Nummer. Und wenn man dann im Internet schaut, kann man genau sehen, wo das herkommt. Und ich wollte nur als positives Beispiel auch sagen, also ich mache ja selber mal Radeltour zu Regionalvermarktern hier im Münchner Westen, und auch gerade im Münchner Westen ist es sehr stark, zum Beispiel wohl in Aubing, das ist Aubing ist in, da werden wirklich, haben sich welche zusammengeschlossen, die sagen, wer weiter denkt, kauft näher ein und das immer mehr in die Köpfe reinbringen, und ich glaube, da passiert schon eine ganze Menge. Und wenn man sich zum Beispiel auch Bolivien in Südamerika anschaut, und da hat es mich eigentlich besonders gefreut, da wollten die ja auch das Lithium abbauen, was es in den Seen dann gibt. Und das, die gesagt haben, es wird nur hier verarbeitet, ansonsten bleibt es drin. Und deswegen, die USA und so weiter haben sich dann zurückgezogen, aber die sagt, das geht uns nicht verloren, das bleibt ja. Also da fand ich das eigentlich toll,
dass die sich da gesperrt haben und jetzt versuchen, was Eigenes aufzubauen. Gut, dann haben wir doch zum Schluss noch mal was Aufmunterndes gehabt. Sie haben heute sicherlich mitgekriegt, es ist ein großes Thema, es gibt noch viel zu tun. Man kann aber auch bei sich selber damit anfangen, aber das reicht nicht. Man muss auch Druck auf die Politik machen, Druck auch auf die europäische Politik, die ja das Handelsmandat hat. Sonst werden wir insgesamt keine Veränderung kriegen. In diesem Sinne hoffe ich, wir arbeiten alle zusammen. Und ich wünsche Ihnen davon abgesehen einen schönen Abend und schöne Osterferien. Und denken Sie vielleicht ein kleines bisschen an die alte Schachtel dahin. Nicht wegen mir, sondern wegen der Kosten hier. Einen schönen Abend.